PETA kritisiert UDE für Forschung mit Tierversuchen. Die Tierschutzorganisation PETA Deutschland fordert von der Uni Duisburg-Essen, eine Lehre ohne Tierleid anzubieten. In ihren Bemühungen, die tierversuchsfreie Lehre weiter voranzutreiben, bat PETA Deutschland e.V. in einem Schreiben 126 Fakultäten lebenswissenschaftlicher Studiengänge um Informationen über ihre angewandten Lehrmethoden. Die Universität Duisburg-Essen gab an, im Fachbereich Biologie Tiere zu verwenden, die für Dissektionen oder morphologische Betrachtungen getötet werden. Die Tierschutzorganisation fordert nun, Tierversuche aus dem Lehrplan zu streichen. Sie verlangt außerdem mehr Transparenz hinsichtlich der an der Universität angewandten Methoden, damit sich Studierende und Studieninteressierte für ein Studium ohne Tierleid entscheiden können. Mehr Einwohner in der Metropole Ruhr. Die Zahl der Einwohner in der Metropole Ruhr steigt. Derzeit leben rund 5 Millionen Menschen in der Region. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Landesamtes IT-NRW. Stichtag der Erhebung war der 30. Juni 2015. Insgesamt wuchs die Einwohnerzahl seit Ende 2014 um 9.187 Personen. Vor allem die großen Städte wie Dortmund und Essen meldeten einen höheren Zuwachs. NRW-weit stieg die Einwohnerzahl um 0,3% auf knapp 17,7 Millionen. Der Grund für den Zuwachs liegt in der positiven Wanderungsbilanz. Demnach sind mehr Menschen zu als weggezogen. Die Zahlen basieren dabei auf den Meldedaten der Städte. Sie sind angehalten, alle aktuellen Einwohner zu melden, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Einschränkungen aufgrund von Karneval. Wegen des närrischen Treibens am Altweiber-Donnerstag sind einige Dienststellen der Stadtverwaltung am 4. Februar nur eingeschränkt erreichbar. Das Straßenverkehrsamt ist an Altweiber von 8 bis 13 Uhr besetzt. Der Bürgerservice Homberg-Ruhrort Baal bleibt an diesem Tag komplett geschlossen. Die Bürgerservices Meidrich-Beek, Mitte-Rheinhausen und Süd schließen ab 13 Uhr. Call Duisburg nimmt an diesem Tag Anrufe bis 18 Uhr entgegen. Die von Duisburg Sport betriebenen Bäder in Neudorf, Rheinhausen, Hamborn und Walsum bleiben am Rosenmontag, den 8. Februar, geschlossen. Darüber hinaus schließt das Rhein-Ruhr-Bad wegen des Kinderkarnevalszugs Hamborn auch am Karnevalssonntag, den 7. Februar. PC-Maus verrät Gemütslage des Internetnutzers. Ein internationales Expertenteam der Universität Duisburg-Essen hat nun ein Programm entwickelt, das die Gefühlslage eines Internetnutzers anhand der Mausbewegungen abliest. In verschiedenen Tests fanden die Forscher heraus, je wütender oder frustrierter ein Nutzer ist, desto abrupter und langsamer werden die Mausbewegungen. Auf Grundlage dieser Daten entwickelten die Forscher ein Programm, das nun helfen soll, Webseiten und Formulare zu verbessern. So kann es erkennen, an welchem Punkt der Nutzer genervt reagiert. Es könnte aber auch helfen, Betrugsfälle bei online gemeldeten Versicherungsschäden aufzudecken. Denn nicht wahrheitsgemäße Antworten werden meist durch eine unterbewusste Mausbewegung verraten. Wichtig wäre aber, dass die Nutzer vorher explizit in die Datenerhebung einwilligen. Neue Herzforscherin an Essener Uniklinik. Die Herzforscherin Prof. Dr. Christina Lorenz wurde jetzt gemeinsam von der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und dem Leibniz-Institut für analytische Wissenschaften, ISAS e.V., in Dortmund berufen. Die 43-Jährige beschäftigt sich mit den Voraussetzungen für wirksame Vorbeugungs- und Therapiestrategien gegen die weit verbreitete Herzinsuffizienz. Prof. Lorenz interessiert sich dabei unter anderem für Signale, die an der Entstehung oder an der Kompensation dieser Erkrankungen beteiligt sind. Tausche Bildung für Wohnen sucht Unterstützer. Das Projekt Tausche Bildung für Wohnen will sich weiter öffnen. Ab sofort können sich auch Ruheständler als Bildungspaten für das Sozialprojekt in Marxloh einbringen. Auch Arbeitgeber werden gebeten, Mitarbeiter für eine ehrenamtliche Hilfe stundenweise abzustellen. Denn auch der Kreis der betreuten Kinder soll erweitert werden. Künftig will der Verein nicht nur Kinder aus sozial schwachen Familien, sondern auch Flüchtlingskinder unterstützen. Kernidee des 2012 gestarteten Sozialprojekts ist es, Studenten und jungen Menschen im freiwilligen sozialen Jahr kostenlosen Wohnraum gegen Engagement für Kinder aus sozial schwachen Familien anzubieten.
wolkig und grau mit Nieselregen und teils starken Böen. So zeigte sich heute das Wetter über Duisburg. Auch morgen bleibt es stürmisch. Dicke Wolken bringen immer wieder Schauer. Die Werte liegen bei 6 bis 11 Grad. Am Mittwoch lässt sich die Sonne dann häufiger blicken. Das Regenrisiko sinkt und die Temperaturen liegen zwischen 4 und 7 Grad. Am Donnerstag ziehen dann wieder Wolken auf. Diese bringen örtlich kräftigen Regen. Das Thermometer steigt auf bis zu 10 Grad. Autofahrer, nehmen Sie den Fuß vom Gas. Die Ordnungshüter sind auch morgen wieder im Stadtgebiet unterwegs und führen Geschwindigkeitskontrollen durch. Geblitzt wird unter anderem auf der Ruprechtstraße in Neumühl und auf der Oerdinger Straße in Mündelheim. Und Baustellen verhindern die freie Fahrt. Wegen der Vorbereitungen für Altweiber ist der Burgplatz vor dem Rathaus bis kommenden Mittwoch teilweise gesperrt. Ab dem Altweiber Donnerstag bis zum darauffolgenden Dienstag wird der Burgplatz dann komplett gesperrt. Entsprechende Hinweisschilder werden aufgestellt. Und in Hochheide ist noch bis Mitte Juli der Verkehr auf der Bruchstraße gestört. Grund sind Kanalbauarbeiten. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine sichere und staufreie Fahrt.